Das, wovor wir uns am meisten gefürchtet haben, ist eingetreten. Der eine Ring hat sich offenbart. Und während die Gefährten ihre Reise zum Schicksalsberg vorbereiten, macht sich der Schatten Saurons daran, ihn zurückzuholen. Vor langer, langer Zeit versammelte der Hexenkönig in Angmar eine Armee der Finsters. Nun ruft er erneut die Horden aus den Tiefen von Khar'Dûm zusammen, um mit ihnen die Länder Mittelerdes in Schutt und Asche zu bringen. Aragorn und ich hatten geglaubt, dass es den Waldläufern gelingen würde, den Vormarsch des Hexenkönigs zu stoppen und dass Angmars Stärke noch nicht allzu groß sei. Wir haben uns geirrt. Gegen Sauron in die Schlacht zu ziehen. Denn wenn ihr der Armee von Angmar keinen Widerstand leistet, werden die Länder Mittelerdes für immer von Dunkelheit und Schatten überzogen. Die Zeit